So Leute, willkommen zurück zu Baba Is You. Ich habe Angst, dass es ein bisschen arg laut ist, aber wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Hier haben wir nämlich das Zentrum und guck mal, wenn wir da hingehen. Red. Meter. Das Ende, okay. Karte. Okay, das heißt, da ist Finale. Also vielleicht sogar endgültig. Problem ist, das hier ist falsch. Das habe ich rausgekriegt. Das ist tatsächlich falsch. Wartet mal. Möchte mal... Nee, Flag is Level kann ich ja nicht machen. Okay. Wir sollen hier nicht Level is Flag machen. Wir sollen hier tatsächlich Level is Baba machen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich sehe halt keine Möglichkeit dazu. Außer wir sagen nur Flag. Flag is push. So. So. Wir können ja auch irgendwas is water machen. Lava is water können wir nicht machen. Was wir natürlich machen können, ist das hier. Dann geht einfach gar nichts mehr. Das ist Quatsch. Das Problem ist, wenn wir das machen, endet ja alles. Was wir natürlich machen können, ist, dass wir sagen, Level is melt and float und Lava ist nicht float. So. Dann kommen wir nämlich an Baba ran. Und mit dem Is von hier oben. Ja, das geht doch. Das ist doch... Kacke, es muss ja Level des Baba sein. Na gut. Dann... Habe ich noch ein End? In dem Moment, in dem es nicht mehr Float ist, wird es auch dummerweise nicht Baba. Das ist problematisch. Moment, warte mal, ich resette mal. Ich habe noch eine andere Idee. Dafür brauche ich das End. Nee, das funktioniert hier auch nicht. Warte mal. Wir machen mal Flag is push. So. Und jetzt sagen wir ah nee, Lava ist Lava. So. Ja, Lava ist Lava. Das heißt, ich kann die Lava auch nicht in was anderes verwandeln. Das ist doof. Wie komme ich denn dann an Baba ran? Ich muss nachgucken. Tut mir so leid. Ich will das eigentlich alles gar nicht. Ich will doch nur irgendwann mit Baba Is You fertig werden. Und jetzt will mein Internet noch nicht. Ah! Während das Internet Probleme macht... Versuchen wir es nochmal rauszufinden. Wie heißt das Level hier? Wirrwarr. Achso, ich brauche ja den Beta 14.
Okay, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie das funktionieren soll. So, machen wir neu. Okay, bisher ist alles so, wie wir das gemacht haben. Wehe, das funktioniert nicht mehr. Okay, ja gut. Manchmal bin ich auch einfach dumm, ne? Bisher, ich habe versucht, die Lava Flag zu machen. Was hat der dumme Wolf natürlich nicht probiert? Die Lava einfach fliegen lassen. Weil wäre ja auch zu einfach. So, jetzt haben wir nämlich da unten Baba. So, jetzt wird es hier nämlich interessant. Ohne das rechts zu brechen. Das Hammer. 1, 2, 1, 2. So. Wenn nämlich das da machen. Mal die Tür offen. Jetzt müssen wir noch diese Tür öffnen. Habe ich das Ghost verschoben. Ah. Okay, das. Das. Und das. Okay. Jetzt habe ich hier das Ghost. Ja gut. Das ist, sollte ich natürlich jetzt nicht mitnehmen. Ist die Frage, was will ich denn mit dem Ghost? Zum Glück habe ich mir da schon ein hilfreiches Video aufgemacht. Okay, der Cursor muss dafür an einer bestimmten Stelle sein. Dem ist aber das Level, was wir noch gar nicht sehen können, schon gelöst. Aber vielleicht macht das nichts. Vielleicht macht das nichts. Wir bringen den Cursor jetzt einfach mal zu seinem Bestimmungsort. So, jetzt ist Cursor Ghost. So, und jetzt?
Klar. Jetzt haben wir hier den Ghost. Jetzt brauchen wir mal eine von unseren Babas. Ja, eine Surviving Baba reicht mir. Ghost des Cursor, so. Der malerische Teich kehrt zurück. So. Den kennen wir, den kennen wir. Das ist eins der ersten Level, die wir gemacht haben. Das fand ich damals sogar ganz cool. Wir müssen jetzt bloß hier irgendwie drüber kommen. Skull has wall. Water is sink, Skull is sink. Text is defeat. Was? Keke hat Text. Wir haben gar keinen Keke. Aber wir könnten Text has Keke machen. Oder Kiki oder was auch immer. Quatsch. Wenn ich das jetzt so mache, haben wir Kiki. Okay. Ich jetzt sage. Wir sind Keke. Und wir sagen, ihr Baba, würden wir Baba erzeugen, aber es nützt uns nichts. Wir könnten sagen, Text hat Baba. Aber das Float kriege ich da nicht raus. Und außerdem hat der Totenkopf auch eine Wall. Ich brauche zwei Babas unten und. Reset das Level mal. Das ist echt heftig, weil Kiki ist Text, ist Quatsch. Text als Kiki ist schon besser. Problem ist, wir können hier unten nur eine Sache machen, oder? Wir schieben hier ein Float rein. Float bringt uns aber nichts. Dementsprechend ist das Einzige, was uns was bringt, das hier. Wenn ich jetzt aber Kiki Sium mache, sind wir tot, weil Text defeat ist. So. Das heißt, ich kann das nur so machen. Dann kriege ich den Text aber nicht raus. Außer, wartet mal. So, jetzt habe ich noch eine Baba. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das da raus haben. Okay, wartet mal. Baba hat Keke. Okay. Ja, jetzt stehen sie doof. Ja,
Ah, und Text ist defeat. Dann machen wir nochmal rückgängig. So, ja, Keke hat. Ja, doch. Aber hat Keke, das brauche ich. Geht auch nicht anders. So. Dann müssen wir hier die Tiefe ausnutzen. Um zu sagen, Keke hat Baba. Ah ne, Moment, das können wir gar nicht. Keke hat Baba. Okay. Ein. Nach rechts. Nee, auch nicht. Nach oben. So. Aber da kriege ich ja auch kein. Fuck. Okay. I see what you did there. Okay, ich befürchte, ich muss die beiden jetzt auf einen Punkt machen. Ach Kacke, dann habe ich ja keine Baba mehr, wenn ich das mache. Das ist eine Frage fürs nächste Mal. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Wir sind kurz vor der Lösung. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Moment. Moment. Die bewegen sich dann ja zeitgleich, sobald ich die auf den Skull bewege. Das. Hä? Wie? Wie? Ich verstehe es nicht. Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen. Okay, ja doch. Wallace, stop. Gut, Leute. Dann. Lasst ihr mir jetzt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Baba is You. Bis dann, euer Wolf.